Weil es. Ich habe oft damit überlegt, dass Thibaut Potas, also auch die Weiterentwicklung später, mit in mein Team zu nehmen für Pokémon X, in meinem Postgame-Team, weil es durchaus defensiv sehr cool ist später. Und mit Bodenattacken sowieso dann gut zu gebrauchen ist. So, gucken wir erstmal. Wenn es jetzt von dem Typen natürlich total blöd ist, ist zart. Das könnte sogar. Nee, ist okay. Minusverteidigung plus Spezialverteidigung ist ganz gut, weil die Verteidigung generell sehr hoch ist. Dadurch wird die Spezialverteidigung ein bisschen größer. Gleicht sich also aus. Von dem her ist es eigentlich super. Tackle haben wir gut. Biss. Ja, okay. Gena. Ist okay. Gutes Moveset. Der Angriff ist halt wirklich gut bei dem Pokémon. Deswegen nehmen wir das einfach mit. Wir haben Hanna. Und dafür bleibt unser Isto erstmal auf der Bank. Und wir haben ein Ersatz-Pokémon. Das ist auch schon mal was. Also, das ist wirklich so der Moment. Man denkt jetzt, okay, jetzt wird es ja ganz schön einfach, weil jetzt kriege ich viele Pokémon hinterhergeschmissen. Das liegt aber hauptsächlich auch daran, dass der Weg zwischen der ersten Arena und der zweiten Arena ziemlich groß ist bei diesem Spiel. Danach wird es wirklich fast Schlag auf Schlag. Wir haben zwischen den Arenen fast nur noch eine Route, wo wir ein Pokémon fangen können. Und natürlich bei den Arenen ist sehr oft das Potenzial da, dass wir ein Pokémon verlieren. Deswegen, ja. Denkt nicht zu früh, oh, das wird ja bestimmt jetzt voll einfach. Nee. Muss nicht. Muss nicht einfach werden. So, eben nochmal ausrüsten hier. Hanna kommt mal auf die 1. Und wir trainieren das Hanna mal. Ich hoffe, es kriegt einigermaßen gute Attacken auf Dauer. Der Attack ist zumindest wirklich gut bei ihr. Und damit haben wir definitiv einen Physical Attacker. Und wir haben ein komplett weibliches Team, will ich nur mal sagen, ne? 6 weibliche Pokémon. Ich glaube, es liegt auch daran, wenn man weiblich ist, also vom Spielcharakter her, dann kriegt man, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit höher. Das kommt mir zumindest immer so vor. Ja, das nächste Hippopotas. Hippopotas. Los, Hanna. Weiblich gegen weiblich. Oh, es ist Level 17. Es ist stärker. Benutzen wir doch mal Gena. Aber wir sind schneller. Und auch das Pokémon setzt Schläfer ein. Auch schön. Dann benutzen wir doch mal Biss. Mampf, Mampf. Sehr schön, schläft. Auch unser Pokémon schläft. Wir können natürlich jetzt das ewige Duell machen, aber ich nutze jetzt einfach die Chance und wechsle auf Mena. Und werde dann mit Mena weitermachen. Denn auch Mena wird ein wichtiges Pokémon auf Dauer, denke ich. Boden, ja, wir müssen sowieso Special Attack mäßig angreifen, weil physisch ist sehr hoch. Machen wir mal Kraftreserve, um zu checken, was wir für einen Typ haben. Ist neutral gegen Boden. Okay, war auch neutral gegen Kampf. War neutral gegen Boden, neutral gegen Drache und effektiv gegen Kampf. Gegen Kampf. Interessant. Lässt sich immer noch nicht. Manche Leute können es vielleicht jetzt einschätzen. Ich will jetzt auch nicht nebenbei irgendwie das Dings aufrufen. Wobei ich könnte im Prinzip ja einmal. Ich mache mal eben so hier nebenbei. Wir sind nicht am Schlafen. Deswegen können wir nochmal die Konfusion machen. Und sollten eigentlich das Pokémon besiegen. Werde ich hier mal eben einmal wechseln. Guck jetzt mal gleich, ob ich vielleicht rausfinde, was das schon ist für ein Dings. Na toll. Es klappt. Ja, super. Einen Moment, Leute. So, passt. Alles gut. Mein 3DS-Stift gerade kurz fallen lassen. Und das nächste wilde Pokémon. Und das ist ein Garnovil, das Unlicht-Boden-Pokémon. Wenn es ein Psycho wäre. Wenn es jetzt in dem Psycho. Wir weg, überlege ich gerade. Ne, wir kämpfen mal weiter. Wenn das vom Typ Psycho wäre, die Kraftreserve, müsste es gegen Garnovil definitiv keine Wirkung haben, weil wir dadurch dann, weil es gibt nur einen Typ, gegen das Unlicht keine Wirkung hat, und das ist Psycho. Deswegen wäre das ein guter Test, sag ich mal. Machen wir nochmal Biss. Jetzt machen wir mal Gewissheit. Ich will eigentlich nur, dass es aufwacht eigentlich. Schläft immer noch. Ach, super. Okay, dann nehmen wir unser Mena raus. Wir gucken jetzt nochmal Kraftreserve an.
Wenn es natürlich jetzt gegen Kraftreserve nicht so ist, dann könnte es eventuell sogar Flug sein, sehe ich gerade. Eventuell. Schauen wir mal. Flug wäre nämlich effektiv, ne, wäre auch neutral gegen Boden. Sandwirbel. Ich hoffe, unsere Attacke geht durch. Okay. Neutral. Ist also definitiv nicht Psycho. Effektiv gegen Kampf, neutral gegen Drache, neutral gegen Boden, neutral gegen Unlicht. Das ist eigentlich, ich gucke jetzt gerade. Ja, es ist Flug. Es ist Flug, ja, 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 ja. So, jetzt muss ich mal eben kurz wieder hier zurückblättern. Gut, der, die Kraftreserve von unserem Mena ist Flug. Das haben wir jetzt definitiv rausgefunden. Kann nichts anderes sein. Ist durchaus eine nette Ergänzung, muss man sagen. Flug Special Attack. Folterknecht, ja, ich kann es nicht nochmal benutzen. Benutzen wir mal Zertrümmer. Oder Zertrümmerer. Oh, sehr effektiv. Warum? Stimmt, Kampf ist gut gegen Unlicht. Wieso bin ich da nicht euer drauf gekommen? Sehr schön. Mena Level 17. Hanna nicht. Gucken wir jetzt nochmal auf die, ob wir vielleicht Hanna aufwecken können. Haben wir irgendwie sowas wie einen Aufwecker? Ja, yep, sehr schön. Und dann können wir einen der ganz vielen Supertränke benutzen und weitermachen. Ja, jetzt stagnieren wir auch ein bisschen mit den Leveln, einfach weil wir wieder so viele Pokémon haben. Das ist der Vorteil natürlich, wenn man nicht so viele Pokémon hat, dann kann man gezielt 3-4 Pokémon leveln und jetzt verteilt sich es halt wieder. Aber das macht das Ganze natürlich dann auch ein bisschen spannender. Also wir gehen hier aber runter. Dankeschön. Wir wollen den Pokémon nämlich mitnehmen. Eine X-Abwehr. Na super. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das Ding nicht eingesammelt. Machen wir mal weiter. Düdelidüdüdü. Ich weiß, dass wir da hinten... Ja, nochmal ein Gardevoir. Ich bin gerade überlegen. Ja, ich glaube, wir gehen da trotzdem mal hin. Das ist eigentlich ganz sinnig, dass wir da das nächste Item auch noch holen. Okay, Sandsturm ist dabei. Und dann machen wir, Tackle. Hui, Sandgrab. Come on, Tackle! Ach Gott. Ja, weil der Angriff gesenkt wurde. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Wechseln wir wieder das Pokémon wieder auf Mena. Und dann kommen wir bei Mena wieder... Ach, wir sind ja im Sandgrab. Gena. Wir müssen gucken, dass das Pokémon schläft, das Gegnerische. Sonst sind wir echt am Arsch. Hanna. Oh, Hanna. Hanna. Ich kann sie nicht auswechseln. Ich kann sie nicht auswechseln. Shit. Ja. Das ist natürlich scheiße. Sandwirbel? Oh, es benutzt Sandwirbel. Okay. Genau, ich kann sie. Ich meine jetzt auch so Sandwirbel. Okay. Nicht zu viel Schaden, nicht zu viel Schaden. Es schläft. Das ist schon mal gut. Ist das dann gerade weg? Nein! Unser Hanna wird jetzt sterben. Nein! Hanna! Hanna! Nein! Ich bin auch ein bisschen dämlich, oder? Mal ganz im Ernst. Ich bin jetzt, nachdem es gestorben ist, auf die Idee gekommen. Ich hätte ja auch fliehen können. Machen wir mal eine neue Regel. Ab dieser Episode. Regel Nummer 9. Dick eingeblendet.
Flüchten während der Kämpfe ist nicht erlaubt. Na? Also flüchten ist nur erlaubt am Anfang des Kampfes. Wenn ich in einem Kampf drin bin, darf ich nicht flüchten, um dem Tod eines Pokémon zu entfliehen. Ich weiß nicht, ob ich es in den Episoden vorher gemacht habe. Aber das wird jetzt definitiv eine Regel, weil es das auch spannender macht. Weil ich halt nicht, wenn ich jetzt irgendwelche wilden Pokémon umgehen will und einfach irgendwo durchrennen will, dann, nee, ganz einfach. Ich darf nicht mehr fliehen. Ich darf gar nicht mehr fliehen. Ich darf nicht fliehen. Wenn ich keinen Bock habe, gegen Pokémon zu kämpfen, muss ich mir einen Schutz kaufen. Ganz einfach. Ich darf nicht fliehen. Regel Nummer 9. Fliehen während des Kämpfes, während der Kämpfe verboten. So. Out. Ist eine neue Regel. Ist gesetzt. Und deswegen konnte ich ja nichts anderes machen mit meinem Pokémon, ne? Also. So. So viel dazu. Ja. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Und das werde ich jetzt einfach dann definitiv als Regel benutzen, dass ich nicht fliehen darf. Wäre auch ein bisschen unfair, wenn man das dann halt benutzt, um die Kämpfe irgendwie zu entgehen, ne? So, benutzen wir mal Zertrümmerer. Okay, ja, Hannah ist down. Quasi. Damit sind wir wieder bei 5 Pokémon. Und wir gehen auf alle Fälle erstmal hier rechts lang. Ja, was ist natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, dass wieder ein Garnevier kommt. nee, was eigentlich blöd ist, was ich sagen wollte, es gibt gleich wieder eine Möglichkeit, ein Pokémon zu fangen. Schon wieder. Gut, dann kriegen wir wieder ein neues Pokémon, aber wenn wir jetzt zurück wollen und das einsetzen wollen, müssen wir ganz wieder diesen doofen Weg zurückgehen. Deswegen werde ich dann auf der Route halt auf das Pokémon verzichten und zu 5 weitermachen. Oh, das nächste Sandgrab. Unser Trümmerer. Wenn ich das jetzt one-hitte, dann passt's. Aber sonst... Oh. Auch hier das Gleiche. Ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht wechseln gegen dieses blöde Garnovil. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ich benutze... Wenn ich Scanner benutze, werde ich durch den Sand wahrscheinlich erledigt. Und ich bin halt einfach langsamer als das Pokémon. Ich habe nichts, was mich schneller macht. Ich kann nur hoffen, dass er nicht angreift. Dass er irgendwie sowas wie Sandwirbel benutzt. Sonst ist mein Mena auch down. Das wäre das zweite Pokémon, das down ist. Und damit wären wir wieder fast wieder beim Stand vor der doofen Höhle, wo wir vorhin waren. Vor der Geodunk-Höhle. Ich sag vorhin, weil ich das in einer Session aufgenommen habe. Die Route des Todes. Gibt's nicht, ey. Oh, Mann. Dieses bescheuerte Sandgrab macht so viel nervigen Schaden. 2 Top-Pokémon, die ich haben wollte, sind weg. Das ist die Nuzlocke-Challenge, Ladies and Gentlemen. Ich habe die eine Regel vorhin hinzugefügt. Oder in der letzten Episode vor euch wahrscheinlich. Und die ist auch sinnvoll. Gerade für solche Sachen. Ne? Gerade für solche Sachen ist es sinnvoll. Und da muss ich durch. 2 Pokémon verloren. Jetzt bin ich aber wirklich am Überlegen, ob ich gleich trotzdem wieder zurückgehe. Ach, ich wollte gar nicht rein. Ich habe, glaube ich, einen Schutz. Habe ich einen Schutz? Dann würde ich eben einmal zurückrennen, Pokémon wechseln und so weiter und so fort. Ach, Paralyzer, ja, super. Dafür habe ich jetzt das wahrscheinlich verloren, das Pokémon. Ja, super. Da habe ich einen Schutz? Nope. Kein Schutz. Okay. Dann schauen wir wenigstens, dass das richtige Pokémon vorne ist. Nicht so näher. Ich wollte eigentlich Rainer vorne tun. Ja, wie ihr seht, 2 Pokémon down. Hannah und Mena. Das ging ja schnell. Wie gewonnen und so zerronnen, ne? So, dann gehen wir mal dahin. Wenigstens können wir gleich wieder ein Pokémon fangen. Und dann sind wir mit unserem
Isto theoretisch wieder auf 6 Pokémon-Kurs. Und nochmal wildes Pokémon. Aber gut, jetzt habe ich eigentlich nicht so die Befürchtung. Sein, es ist ein. Nö. Auch da sind wir effektiv gegen. Mit unserem schönen Ray. Sandsturm. Aber wir haben Megasauger. Super effective. Ja, Gena. Wenig Schaden. Oh Mann, ey. Das ärgert mich echt jetzt extrem. Okay. Gut, was soll's denn? Was sollen wir machen? Was soll's? Ist halt so. Ich werde aber definitiv nicht zurückgehen. Es macht Sinn. Ich werde es natürlich heilen, aber die beiden Pokémon sind weg. Das will ich nur mal klarstellen. Die werde ich auch jetzt eben nach unten tun, damit wir das visuell auch haben. Ich werde jetzt ein Pokémon fangen und werde dann auch zurückgehen erstmal. Ich werde die Pokémon ablegen. Ich werde aber mit meinem stärksten Pokémon jetzt gleich hier durchrennen, durch die Rihorn-Sache, um einfach, also mit Ray, weil die einfach alle gut schlagen kann. Und dann ab der Höhle wieder ein bisschen anders agieren, aber nützt ja nichts. Ich kann jetzt nicht hier... Ne?